Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Sayas Garage. Wir wurden jetzt schon mehrmals gefragt, ob man Knetbeton auch selber machen kann und wie genau das funktioniert. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr quasi den Beton knetbar machen könnt und wie er sich im Vergleich zum originalen Knetbeton macht. Von daher würde ich sagen, dranbleiben und bis gleich. Ihr benötigt Zement und Vogelsand zu gleichen Teilen, hängt aber natürlich von der Menge ab, die ihr herstellen möchtet. Circa 3 Esslöffel Spülmittel und etwas Wasser. Gebt zuerst die trockenen Zutaten in eine Rührschüssel und vermischt sie gut miteinander. Verwendet hierbei bitte Handschuhe, weil der Zement giftige Stoffe enthält, die zu Hautirritationen und im schlimmsten Fall sogar zu Verätzungen führen kann. Im Idealfall tragt ihr beim Anmischen ebenfalls eine Atemschutzmaske. Nun könnt ihr nach Gefühl nach und nach etwas Wasser hinzugeben und das mit dem Spülmittel vermischen. Hierbei könnt ihr ein x-beliebiges Spülmittel verwenden. Ich habe einfach das günstigste genommen, was ich gefunden habe. Und jetzt könnt ihr es mit einem Löffel erst einmal alles gut verrühren und im Anschluss nochmal mit den Händen zu einer Masse verkneten. Falls ihr zu viel Wasser hinzugegeben haben solltet, könnt ihr das mit den trockenen Zutaten problemlos ausgleichen. Ja, und dann ist euer Knetbeton auch schon fertig, den ihr nun ganz nach Belieben verarbeiten könnt. Ich habe ihn jetzt einfach mal bestempelt und mit einer Form ausgestochen, um zu testen, wie er sich im Vergleich zum Original verhält. Hierfür habe ich die Knetbeton-Fertigmischung ebenfalls mit Wasser vermengt und mit den Händen entsprechend verrührt und verknetet. Was direkt beim Verkneten auffällt, ist, dass das Fertiggemisch sich etwas fluffiger anfühlt und sich noch ein wenig leichter verkneten lässt. Wie ihr seht, sind in der Mischung feine Härchen enthalten, die vermutlich dazu beitragen, die knetbare Masse kompakter zu machen und zusammenzuhalten. Auch hier drücke ich das Bällchen wieder mit den Händen platt, bedrucke es mit demselben Stempel und steche es wieder mit der Herzchenform aus. Hier schon mal ein erster Vergleich, links der selbstgemachte Knetbeton, rechts das Original. Was mir direkt schon mal auffällt, ist, dass das Herz aus dem selbstgemachten Knetbeton etwas verlaufen ist und auch das Muster sich nicht so deutlich abzeichnet wie bei dem Originalen. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich hier direkt ein kleiner Stein reingemogelt hat, die aus dem Zement und dem Vogelsand im Vorwege rausgesiebt werden müssten, wenn man so eine feine Masse wie beim Original haben möchte. Vorsicht aber beim Raussieben, unbedingt eine Maske und Augenschutz tragen, weil das wirklich extrem stark staubt und ätzend für die Augen ist. Von der Trocknung tut sich da jetzt eigentlich kaum was. Ich habe sie beide über Nacht trocknen lassen und beide waren heute Morgen schon fast leicht trocken. Wobei ich sagen muss, dass das Herz von dem originalen Knetbeton schon deutlich heller war. Kleiner Nachteil des Originals ist, dass die Kanten aufgrund der feinen Härchen, die in dem Gemisch enthalten sind, erst einmal sauber geschliffen werden müssen. Ansonsten ist das Herzchen deutlich schöner, weil sich das Muster viel besser abgezeichnet hat und auch das Herz besser in Form geblieben ist, während das andere, wie ich schon vorhin meinte, mehr in die Breite gegangen ist und auch das Muster schwächer zu sehen ist. Unser Fazit? Leider ist der selbstgemachte Knetbeton nicht so belastbar wie das Fertiggemisch und ihr arbeitet mit enthaltenen Giftstoffen, sodass sich eure Deko ausschließlich für den Outdoor-Bereich eignet. Wenn ihr das Geld für den originalen Knetbeton nicht ausgeben möchtet und es euch nicht zu aufwendig ist, die Steine rauszusieben, lässt sich für die genannten Zwecke der selbstgemachte Knetbeton verwenden. Es lohnt sich aber definitiv in jedem Fall den originalen Knetbeton zu besorgen, damit die Endergebnisse auch richtig gut werden und langfristig halten. Gerade für Jugend- und Kindergruppen in Schulen ist es ratsam, das Original zu verwenden, da es frei von chemischen und künstlichen Zusatzstoffen ist und sich viel detailgenauer damit arbeiten lässt. Natürlich hoffen wir, dass für euch dieses Video eine Hilfe war. Wenn ihr sehen möchtet, was sich alles Schönes aus Knetbeton herstellen lässt, dann schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei, www.sayasgarage.de. Dort findet ihr nochmal ausführliche Beiträge zu dem Thema Knetbeton. Ansonsten verlinken wir euch auch nochmal weitere DIYs, die wir aus Knetbeton hergestellt haben, hier auf YouTube auf unserer Endcard. Und jetzt wünschen wir euch einen richtig schönen Tag und sagen Tschüss und bis bald!